Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Film News hier auf die Filmfabrik. Bei uns startet Suicide Squad erst nächste Woche in den USA und vielen weiteren Ländern, aber lief er bereits letzte Woche an. Das Startwochenende lief für DC und Warner auch phänomenal gut. 135 Millionen US-Dollar konnte der Film alleine in den USA am Startwochenende einspielen und 132 Millionen aus allen anderen Ländern kamen nochmal obendrauf. Das ist auch gleich ein Rekord. Noch nie hat ein Film, der im August gestartet ist, am Startwochenende so viel einnehmen können. Box-Office-Experten warnen aber trotzdem. Sie sind nämlich der Meinung, dass der Film rapide einbrechen wird. Dabei muss der Film insgesamt mindestens 750 Millionen US-Dollar einspielen, damit er als profitabel gilt. Schon eine mächtige Summe. Ich habe ihn leider immer noch nicht sehen können, aber die Kritiken, die ersten, die sind auf jeden Fall sehr ernüchternd. Auf der Kritiker-Sammelseite Rotten Tomatoes hat der Film genauso viel Prozent wie Batman wie Superman, nämlich gerade im Moment glaube ich 26 oder sowas. Das hat einen gewissen Abdullah Coldwater so sehr angepisst, dass er eine Petition gestartet hat, in der er fordert, dass die Seite Rotten Tomatoes geschlossen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat diese Petition bereits 22.000 Unterstützer. Regisseur David Ayer äußerte sich zu den schlechten Kritiken und postete auf Twitter ein Zitat vom Freiheitskämpfer Emiliano Zapata: lieber aufrecht sterben als kniend leben. Ziemlich Panne, wie ich finde, aber Ayer betonte nochmal extra, dass er den Film für die DC-Fans gemacht habe. Es gibt auch Gerüchte, die besagen, dass er von Warner ziemlich unter Druck gesetzt wurde. Die erste Version sei ihnen zu düster und nicht lustig genug gewesen und sie hätten auf eine schnelle Fertigstellung des Films gedrängt. Aber all das sind lediglich Gerüchte. Alle weiteren Neuigkeiten zu Suicide Squad erfahrt ihr natürlich weiterhin auf die Filmfabrik. Wolltet ihr schon immer mal einen originalen Batsuit besitzen oder einen TIE Fighter Pilotenhelm aus einem der Star Wars Filme? Was für eine Frage! Wer nicht? Jetzt habt ihr ab dem 27. September Zeit, auf der englischsprachigen Auktionsseite Prop Store mitzubieten. Es werden nämlich über 570 Originalrequisiten und Kostüme versteigert. Zum Beispiel Arnold Schwarzeneggers Schrotflinte aus Terminator 2, das Kostüm von Tom Hardys Bane aus The Dark Knight Rises oder Marlon Brandos Shirt aus Apocalypse Now. Versteigert werden Gegenstände im Wert von insgesamt 1,5 Millionen britischer Pfund. Wirklich unglaubliche Summen und teilweise ist das Ganze auch sehr teuer, aber ich habe schon geguckt, es gibt auch ein paar Sachen, die man sich durchaus leisten kann. Und wir möchten noch mal was in eigener Sache berichten. In Köln läuft seit dem 4. Juni die Sonderausstellung Großes Kino im Kölnischen Stadtmuseum am Appellhofplatz. Darin werden 120 Jahre Kinogeschichte nähergebracht mit einem ganz besonderen Schwerpunkt auf der Stadt Köln. Wir Jungs von der Filmfabrik waren letztes Wochenende da und wir waren begeistert. Es ist eine sehr liebevoll konzipierte Ausstellung, toll geordnet, es gibt viel zum Anfassen und wir finden, dass jeder Filmfan sich das echt nicht entgehen lassen sollte. Kostet auch nur 5 Euro Eintritt. Klingt hier bestimmt sehr arg nach einem Placement, aber nein, wir werden nicht dafür bezahlt, das hier zu sagen. Wir wollen euch tatsächlich nur von dieser tollen Ausstellung erzählen und die Ausstellung gibt es übrigens auch nur noch bis zum 6. November. Diese Woche starten folgende Filme in den deutschen Kinos: die Komödie Barbershop The Next Cut mit Ice Cube, Jason Bourne, der 5. Film der Bourne-Reihe mit Matt Damon und Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Out of the Shadows, unter anderem mit Megan Fox und unseren 4 Schildkrötenfreunden. Und diese Woche starten endlich auch mal wieder ein paar Serien. The Get Down, die 120 Millionen Dollar schwere Hip-Hop-Serie. Davon werden aber nur die ersten 6 Folgen gezeigt. Den Rest soll es Anfang 2017 geben. Kommen wir zu den Kurznews und auch dieses Mal müssen wir gleich mit einer sehr traurigen Neuigkeit beginnen. Der Schauspieler David Huddleston ist am 2. August 2016 im Alter von 85 Jahren verstorben. Zuschauern der Filmfabrik dürfte er vor allem bekannt sein als der alte, steinreiche Jeffrey Lebowski aus dem Coen-Film The Big Lebowski. Die Frau des US-Amerikaners teilte der Presse mit, dass ihr Mann in Santa Fe an einer Herz- und Nierenerkrankung verstorben ist. Channing Tatum wird zusammen mit Gillian Bell im kommenden Remake der 1984 erschienenen Liebeskomödie Splash, Jungfrau am Haken, die Hauptrolle übernehmen. Im Original von Regisseur Ron Howard spielten seinerzeit Tom Hanks und Daryl Hannah die Hauptrollen, bei der Hannah die Meerjungfrau Madison verkörperte. Im Remake sollen die Rollen
Rollen nun vertauscht werden und Channing Tatum soll einen Meerjungen Mann spielen. Letzte Woche haben wir bereits darüber berichtet, dass HBO offiziell bestätigt hat, dass es nach der 7. Staffel der Fantasy-Mittelalter-Serie Game of Thrones nur noch eine 8. finale Staffel geben soll. So war zumindest die Aussage von HBO-Programmdirektor Casey Bloys. Ein Sprecher von HBO erklärte jetzt aber, dass Casey Bloys zwar die 8. Staffel von Game of Thrones bestätigt habe, dass er aber nicht erwähnt habe, dass sie auf jeden Fall auch das Ende sein wird. Jetzt bleibt die Frage, ob Game of Thrones vielleicht nicht doch noch die eine oder andere Staffel spendiert bekommt oder ob es halt nicht vielleicht sogar ein Spin-off geben wird. Keine Ahnung, wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Dieser Casey Bloys äußerte sich aber ebenfalls zu einer weiteren Staffel der Krimiserie True Detective, um die es lange Zeit recht still war. Bloys sagte, dass True Detective nicht tot sei und dass er mit Showrunner Nick Pizzolatto geredet habe und dass alle offen für eine neue Staffel seien. Aktuell sei aber noch nicht die richtige Zeit für eine Fortsetzung. In letzter Zeit werden alle möglichen Filmadaptionen immer absurder und absurder. Ich denke da zum Beispiel an Angry Birds, der Film. Und jetzt wurde ein Film zu einem ganz anderen Medium bestätigt. Ein Wörterbuch soll nämlich verfilmt werden, genauer gesagt das Oxford English Dictionary, das wahrscheinlich viele von euch auch schon im Englischunterricht benutzt haben. So blöd ist das Ganze aber gar nicht, denn im Film soll es um die Entstehung des Wörterbuches gehen, zu der es bereits einen Bestseller mit dem Titel The Professor and the Madman gibt. Die Rechte daran hat sich Mel Gibson bereits in den 90ern gesichert. Gibson wird nun sowohl als Schauspieler als auch als Produzent tätig sein und er verhandelt zurzeit mit Sean Penn um eine weitere Hauptrolle. Schon länger ist bekannt, dass Nat Wolff und Keith Stanfield in der von Netflix produzierten Live-Action-Verfilmung des Mangas Death Note die Rollen von Light Turner und L übernehmen werden. Jetzt wurde auch bekannt, dass auch Willem Dafoe in dem Thriller mitspielen soll, und zwar als die Stimme des Todesgottes Ryuk. Der Starttermin des Films ist noch nicht bekannt, er soll aber im Laufe des Jahres 2017 auf Netflix erscheinen. Joby Warwick veröffentlichte 2015 das sehr erfolgreiche und mit dem Pulitzer-Preis prämierte Buch Black Flags – The Rise of ISIS, in dem es um die Anfänge und den Aufstieg des Islamischen Staates geht. HBO entwickelt zurzeit eine Umsetzung des Buches und Hangover-Star Bradley Cooper und Hangover-Regisseur Todd Phillips werden die Miniserie produzieren. Wann die Serie aber startet, ist leider noch nicht bekannt. Es gibt auch eine interessante Neuigkeit zum im Dezember erscheinenden Star Wars Spin-off Rogue One. Bail Organa, eine Figur aus Star Wars Episode 2 und 3, nämlich der Ziehvater von Prinzessin Leia, der wird auch im Spin-off wieder zu sehen sein. Das bestätigte zumindest der Schauspieler Jimmy Smits. Star Wars: Das Erwachen der Macht machte die britische Schauspielerin Daisy Ridley quasi über Nacht zum Star. Kein Wunder, dass da ein Angebot nach dem anderen bei ihr zu Hause einflattert. 5 Filme mit ihr erwarten uns, nämlich 2 Dramen namens The Lost Wife und Ophelia, ein Fantasy-Thriller namens Korma, der auf einem israelischen Film basiert. Natürlich warten wir auch noch auf Star Wars Episode 8, der nächstes Jahr erscheint. Und nun wurde sie für ein weiteres Projekt bestätigt. Daisy Ridley wird die Hauptrolle spielen in der Verfilmung der Romantrilogie New World von Patrick Ness. Das ist Young Adult Science Fiction und es geht um eine nur von Männern bewohnte Stadt der Zukunft, in der jeder die Gedanken des anderen hören kann. Der Film wird den Titel Chaos Walking tragen und das Drehbuch stammt zum Teil von Charlie Kaufman. Wo wir bei Young Adult Sci-Fi sind, gibt es auch Neuigkeiten zur Divergent Series Filmreihe. Miles Teller, bekannt aus dem phänomenal guten Whiplash und dem phänomenal grützigen Fantastic, der hat von sich reden gemacht. Zur Divergent Series gab es bisher 3 Kinofilme, 4 sollten es insgesamt werden, aber vor allem der dritte Film enttäuschte dermaßen an den Kinokassen, dass Lionsgate einen 4. vorerst aus dem Programm genommen hat. Stattdessen wurde angedeutet, dass man überlege, den 4. Film als Fernsehfilm herauszubringen. Miles Teller stellte nun klar, dass er einen Vertrag für Kinofilme unterschrieben habe und nicht für TV-Filme. Wie es nun weitergehen wird, ist noch nicht klar. Vielleicht wird dieser 4. Film ja mit 9 Schauspielern besetzt werden. Wer weiß, ob ein 4. überhaupt noch kommt, ist wieder etwas fraglicher geworden. Wir haben noch super interessante Neuigkeiten zum neuesten Science-Fiction-Film mit Wesley Snipes, der den Titel The Recall trägt. Der gesamte Film wird ein ganz besonderes Kinoformat namens Barco Escape unterstützen. Darin werden 3 Leinwände nebeneinander gesetzt, so auch teilweise angeschrägt, und so soll wie in einem Panorama das Gefühl entwickelt werden, dass man wirklich mittendrin sitzt. Dieses Barco Escape hat sich allerdings noch nicht wirklich durchgesetzt. In den USA gibt es nur etwa 12 Kinos, die derzeit das Format unterstützen, und in Europa gibt
gibt es das Ganze lediglich in den Niederlanden und bald auch in Belgien zu sehen. Und übrigens war ein Teil von Star Trek Beyond auch auf dieses sehr spezielle Kinosystem ausgelegt. Das Ganze erinnert so ein bisschen an den Film Napoleon aus dem Jahr 1927. Dafür wurde jede Szene mit 3 Kameras nebeneinander aufgenommen und auch mit 3 Projektoren, die nebeneinander standen, im Kino ausgestrahlt. Das führte zu einem extrem weiten Seitenverhältnis von 4:1. Am 26. Februar 2017 ist es wieder soweit, da werden die nächsten Oscars verliehen. Folgende deutsche Filme sind jetzt in einer Vorauswahl für die Nominierung für den Auslands-Oscar auf Augenhöhe von Efi Goldbrunner und Joachim Dollhopf. Die Romanverfilmung Er ist wieder da von David Wendt, Nebel im August von Kai Wessel, Power to Change, die Energierebellion von Karl A. Fechner, der Politthriller Der Staat gegen Fritz Bauer von Lars Kraume, das Tagebuch der Anne Frank von Hans Steinbichler, der Kritikerliebling Toni Erdmann von Maren Ade und Vor der Morgenröte von Maria Schrader. Am 25. August 2016 wird entschieden, welcher Film für Deutschland an den Start gehen soll. Ob überhaupt ein Film dann auch wirklich für den Oscar nominiert wird, das erfahren wir am 24. Januar, wenn die Oscar-Nominierungen offiziell bekannt gegeben werden. Dieses kurze Behind-the-Scenes-Video hat die Facebook-Seite vom Film Alien vor kurzem gepostet. Eine kurze Einstellung aus Alien Covenant, der handlungstechnisch ja an das Prequel Prometheus anschließen wird. Das reicht schon, um mein Herz etwas höher schlagen zu lassen. Auch zu Christopher Nolans neuestem Film Dunkirk gibt es einen ganz besonderen Teaser, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Schaut ihn doch einfach in ganzer Länge auf dem wundervollen Kanal Die Filmfabrik an. Und auf diesem wundervollen Kanal Die Filmfabrik gibt es noch viele weitere wundervolle Videos. Zum Beispiel am Samstag, da haben wir ein Video online gestellt, in das ich sehr viel Zeit investiert habe. Darin ging es um den Suicide Squad, darum, wann er entstanden ist, wer die Mitglieder so sind und was es bereits für Filme über die Bösewichter von DC gibt. Wer sich für DC Comics und den neuen Suicide Squad Film interessiert, der sollte sich das Video auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Albert.